Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier in unserer Sondersendung, wo wir ein bisschen die Neugier wecken wollen über die Award-Verleihung, die wir ganz kürzlich gemacht haben. Und dazu habe ich die Gastgeberin bei der Award-Verleihung und unsere Fernsehärztin eingeladen, die Frau Dr. Med. Petra Wichel. Herzlich willkommen, liebe Petra. Danke, Alexander. Ja, lass uns ein bisschen die Zuschauer neugierig machen, was uns da alles erwarten wird an der Award. Kannst du mir vielleicht mal persönlich sagen, was war so dein persönliches Highlight an dieser Auszeichnung? Ach, also ich war in diesen Stunden unglaublich berührt von dem Management. Management? Ja. Na, von dem Management, das dem Ganzen im Hintergrund unsichtbar wirkte über Wochen, Monate. Ja. Und ein Höhepunkt damit kreierte, der natürlich schon hauptsächlich gegeben war durch die Menschen, die da waren und geehrt wurden, aber auch durch das Fließen in diesen Stunden. Mhm. Das hat mich tief berührt, wie die Kraft von Menschen, Mitarbeitern und natürlich auch der Ulf in seinem Können. Das war toll. Ja, es war mega, mega. Ja, also, es war toll. Wirklich, was Jennifer, meine Tochter, geschrieben hat, wie viele Stunden das da investiert wurde in eine Award-Verleihung, da dachte ich auch, das ist ja unfassbar. Na ein ja. ganzes Jahr Vorbereitungsarbeit. Das will ich meinen. Ja. Und das, ich habe ja noch, war noch nicht zu Ende. Also auch euer Part. Auch zu wissen, was es braucht, auch aus der Erfahrung des letzten Jahres. Mhm. Und dann etwas zu kreieren, was, ich weiß gar nicht, ob mir das zusteht, aber was so ein bisschen Oscar-Atmosphäre hatte. Gell? Genau, das fand ich auch. Und das ist so mein persönliches Highlight. Wenn man eine Oscar-Verleihung anschaut und sieht, wie Sternchen und Blümchen und weiß Gott, was alles über den roten Teppich schreitet, und dann schaue ich das an, was wir geschafft haben in Castaneda, in der Swiss Mountain Clinic. Mhm. Es sind alle großen Namen gekommen. Genau. Und das schauen wir uns doch jetzt mal in einem kurzen ersten Video mal kurz an. Also da ist wirklich keine Sekunde gestellt. Ja. So herzig. Hä?
Und alle sind gekommen zur Awardverleihung. Und ja, das ist einfach wirklich die Komplementär-, die Ganzheitsmedizin wird ernst genommen. Und alle kommen und finden das gut. Ja, und alle verbindet auch so viel. Mhm. So, jeder steht so mit seiner Person, mit seiner Philosophie so hundertprozentig dahinter. Mhm. Und all diesen Menschen geht es um viel, viel mehr, als irgendwo dankbar und glücklich sowas in den Händen zu halten, sondern auch, dass der Anlass da ist, ihnen zu danken. Denn da sind Menschen drunter, die unglaublich auch nach außen in die Kritik genommen werden und trotzdem eine Haltung zeigen. Also menschliche Größe ist ja nicht Kraft, das ist, ich will auch nicht das Wort Widerstand nehmen, sondern das ist sich ehrlich bleiben. Und gerade so im Bereich der Medizin, wir haben Dietrich gesehen, Medizin ist eine Erfahrungsheilkunde und der Einzige, der darüber richten kann, ob das, was wir tun, richtig ist, das ist das Leben, das ist das, was wir als Ärzte sehen, beobachten, begleiten und nicht, was man uns vorschreibt zu tun. Mhm. Ne? Wir haben also an diesem Tagen ja auch ganz viel diskutiert miteinander und sehen, dass wir heute nach 70 Jahren vor einer großen, großen Not stehen, dass wir das aus der Hand geben, wir Ärzte, und dass wir über uns bestimmen lassen, was wir zu tun haben. Und das geht viel zu weit. Wir nehmen da eine gewisse Vorbildwirkung ein. Es kommen immer mehr Menschen ins Boot, die natürlich auch verzweifelt sind, auch Mediziner. Aber ich würde mir so wünschen, dass die Zeit wirklich reif ist, dass auch eine Komplementärmedizin zur absoluten Basis wird und wir in einer universitären Anbindung Menschen diesen zukünftigen Ärzten auch helfen dürfen. Noch, wir sind ja auch jetzt eine Generation, die auf dieses Fundament der Erfahrung zurückgreifen kann. Mhm. Und dass wir das jungen Menschen vorleben dürfen und ihnen auch vermitteln dürfen, dass dieses Wissen nicht versiegt. Das finde ich ganz schön. Und das war ganz, ganz, ganz tief beeindruckend, den Dieter Boers so zu erleben und all die Menschen, die kamen. Ja, fand ich auch. Mhm. Du hast gerade ein gutes Thema angeschnitten. Wir haben ja auch da dann über 60 Interviews gemacht mit diesen Gästen, die wir eingeladen haben, in Konstellationen und zusammen in Gruppen, was eine Weltsensation nacheinander war. Das hat es ja noch nie gegeben, wenn solche Stars wirklich alle an einem Tisch sitzen. Und da haben wir Sendungen produziert, wie zum Beispiel, wenn wir unserem Gesundheitsminister ein paar Tipps geben dürften. Genau. Zum Beispiel, also wirklich Stubengespräche, wo wir die Zuschauer einfach an Gedankengut von weisen Menschen mitnehmen und eigentlich auch reflektieren, dass sie eigentlich nicht alleine sind, wenn man anfängt, selber ein bisschen zu denken. Ja, und du trägst so unglaublich dazu bei, dass wir dieses Wissen vermitteln dürfen, aber dass es auch geteilt wird. Ja. Und es ist gut, wenn es in der Tiefe ankommt, an der Basis, dass Menschen es auch immer mehr einfordern, dass wir Ärzte uns beschäftigen müssen, denn wer anders denkt, der handelt ja anders, der handelt demütiger, der handelt fürsorglicher, der handelt weitsichtiger. Und das war schon also wirklich unglaublich bewegend, auch für mich tief persönlich, immer wieder mit anderen Konstellationen da Dinge zu besprechen, die jeder ja so aus seiner Sicht sieht und trotzdem aber im Positiven das Ganze begleitend sehen, weil es ist, wir sind ja alle nur wirklich einen Moment jetzt dabei, aber es ist so kraftvoll, was da an diesem Wochenende zusammenkam. So. Diese Freundschaft und Kameradschaft, ganz diese liebevolle schön. Energie untereinander. Ganz schön, ganz schön. Was die auch teilweise aufgenommen haben an Reise, Zeit und so weiter. Aber es war schon ja, aus ganz Mallorca, schön dabei. Aus Berlin, aus Zypern, überall sind sie. Griechenland, richtig, genau. Also wirklich eine große Ehre auch schön. Für uns gewesen, dass man wirklich das so ernst nimmt. Und das ist ja auch berechtigt. Genau. Ja, entstanden ist ja das neue Sendeformat noch, das heißt Kolloquium. Genau. Und das, wie gesagt, 60 Sendungen haben wir da produziert in Konstellationen, die einfach nur ein Traum sind. Und wir werden jede Woche, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, eine solche Sendung auf die Reise geben.
um einfach sie ein Jahr lang wirklich zu begeistern, mit Stimmen zu hören von Menschen, die einfach gehört werden müssen, das kann ich mal so sagen. Es wird aber noch ein weiteres Format entstehen, nämlich das Kolloquium Spirit. Das machen wir dann im März, mhm, auch bei euch. Mhm. Und dort haben wir 15 spirituelle Menschen, also vom, mhm, buddhistischen Mönchen, hinduistischen Mönchen, christliche Lehre, astrologische Sichtweisen, aber, mhm, auch die Wissenschaft im Bereich Spiritualität, alles vereint. Schön. Und das ist dann das Nächste, wo wir einfach ein bisschen auf die Seele gehen wollen. Naja, wir haben sie ja in der Vergangenheit immer sehr abgekoppelt, ne? Das ist, also es ging, was die Seele anbetrachtet, was die Psyche anbetrachtet, das ging immer mehr so. Und auch heute noch, es wird als zweitgleisig gefahren. Mhm. Und trotzdem bewirkt die Psyche, dass unsere Körperchemie sich verändert. Und auf der anderen Seite verändert unser Körper auch unsere Psyche. Und das Wissen, was in diesen letzten 30 Jahren wirklich explosivartig gewachsen ist, das ist so groß und das ist so einmalig, dass die ganze Medizin, die sich heute ja immer nur so auf der Spitze des Eisberges beschäftigt. Und ich glaube, Sie verstehen mich, wenn ich sage, dass wir da auf der anderen Seite natürlich mit sehr viel Hochachtung all dem gegenüberstehen, was wir medizinisch auch leisten. Aber inwieweit sich so das menschliche Leben überhaupt jeden Tag neu finden muss, wie wichtig Energien, Resonanzen eine Rolle spielen, das ist eigentlich das Allerwichtigste. Das war früher immer alles so zur Seite geschoben und Esoterik. Und heute wissen wir, dass wir über die Epigenetik allein durch diesen wirklich positiven, begleitenden, hoffnungsvollen, angstfreien Moment viel mehr erreichen als durch irgendwelche Pharmaka. Mhm. Und es ist schön, wenn man dem Ganzen so auch Menschen zugehört, die da auch Erfahrung mit haben und Menschen mit da ins Boot nehmen, die Dinge nur einfacher und besser zu verstehen. Ne? Jeder hat ja ein anderes Weltbild, das darf man auch nicht vergessen. Der eine hat das Weltbild, nur das, was ich glaube und was ich sehe, das glaube ich. Und der andere hat ein Weltbild, das will verstehen und beugt sich dem Leben immer tiefer, biochemisch, rein medizinisch, physikalisch. Und dann gibt's das Weltbild, das noch tiefer geht in die Informationsebene. Und das sind alles Prozesse, die ich heute beobachte. Für mich hat das wirklich sehr, sehr lange gedauert. Sehr lange gedauert, bis ich an diesen Punkt im Leben kam. Und diese suchende Generation, die wird jetzt abgelöst von der, die braucht nur wahrnehmen, sich damit beschäftigen und steigt schon viel anders ein. Mhm. Die haben schon dieses Wissen, was wir heute auch erklären können, dank der Biophysik. Und der Quantenphysik, meine ich. Und der Quantenphysik, gehört, genau. Ja. Und das macht schon das Ganze nochmal um ein Vielfaches intensiver und auch erfolgreicher. Also es ist schon eine Revolution an einer neuen medizinischen Denkweise vor der Tür, mhm, und wird bestimmt auch kommen müssen. Mhm. Aber zurück zu Awad, das war ja eigentlich ein paar Hürden zu meistern. Da sind ja eigentlich ein paar Dinge geschehen im Vorfeld der Awad, 3, 4, 5 Wochen vorher, mhm, wo den ganzen Plan über den Haufen geschmissen hat. Und wir haben es ja dann trotzdem hingekriegt. Ich erinnere, mhm, daran, dass ja ein Gast nicht anwesend sein kann. Nein, zwei Gäste konnten, mhm, nicht anwesend, mhm, sein. Und trotzdem haben wir alles so hingekriegt, dass es für die Zuschauer eine riesen Überraschung sein wird. Mhm. Sehr schön. Und ich hoffe auch, dass ganz viele Menschen, insbesondere in Berlin, mit großer Freude und Stolz die Award-Verleihung schauen werden und einen Menschen eher geehrt werden sehen, der es unfassbar zu etwas Großem geschafft hat. Ich möchte ja keine Namen nennen, aber es ist wichtig, dass wir sehen und wirklich auch wertschätzen, was dieser Mann geleistet hat aus, mhm, Berlin. Wunderschön, ja. Schwierig, nichts sagen zu wollen und trotzdem etwas sagen zu wollen. Naja, aber Überraschung bleibt Überraschung. Ja, ja. Das muss man können. Wir haben noch ein paar Stimmen eingeholt, ja, im Nachgang. Das möchte ich kurz auch zeigen. Was
was ist, was war der Highlight? Ich glaube, wir alle, die wir hier sind, wir sind der Highlight. Für mich am allerschönsten, am allerwichtigsten überhaupt war der Austausch mit all diesen grandiosen, tollen, fantastischen Menschen. Ich hatte so unglaublich viel Spaß auf der einen Seite und auf der anderen Seite habe ich unglaublich viel gelernt. Das, was hier passiert, ist Meilenstein in der Medizin. Es hat dazu geführt, dass ich mich entschieden habe, jetzt weiterzumachen und vor allen Dingen mit viel Herzblut und Freuden dabei. Ich bin noch ganz berührt von der schönen Veranstaltung, von dem wunderbaren QS24 Award. So viele wunderbare Menschen, die Musik war fantastisch und das Team hat perfekte Arbeit geleistet. Herzlichen Dank. Ja, wenn solche Persönlichkeiten an einen Ort kommen, ist immer was Besonderes. Deswegen ja, freut es mich, dabei sein zu dürfen. Ich sehe die Preisträger und wie hochkarätig sie sind. Und ich habe wirklich das Gefühl, es kommt jetzt was in Bewegung. Die Vernetzung mit unterstützt zwischen Fachpersonen. Ich bin heute ganz begeistert, was da alles so auf mich eingeströmt ist. Ich glaube, mein größtes Highlight hier war einfach so vielen Vorbildern hochzuschauen und ja, einfach ihnen nachzufolgen, mein Bestes zu tun und bin einfach sehr, sehr glücklich, hier zu sein. Ich bin unheimlich dankbar für die Inspiration, die ich auch heute wieder bekommen habe. Es war ein fantastischer Abend, Wahnsinnsatmosphäre, einfach sprachlos macht das Zuschauer und Arzt, auch uns, die beteiligt waren. Ich bin total berührt. Ich wurde gefragt vorhin, ob ich nächstes Jahr wiederkommen würde. Die Antwort war sofort ja, mache ich. Also unser gemeinsames Highlight heute war im ganz Besonderen, weil einer überrascht worden ist, der uns unglaublich am Herzen liegt, der es absolut verdient und es war... Das erfahren Sie am 26. November um 20 Uhr auf Quiz24. Da hat es echt herzig zusammengeschnitten. Gell? Ganz super. Toll. Jetzt ganz wissen wir es alle, am 26.11. ist die Premiere der Sendung. Es ist ein Samstagabend. Wir wiederholen die Sendung laufend auch in den Wochen darauf, bis zu Weihnachten, immer wieder zu besten Zeiten über alle unsere Partner von TV Berlin, über Sylt, über Studio 47 in Duisburg, Family TV, in Tirol TV. Und natürlich im ganzen Kabelnetz in der Schweiz auch über TV Oberwallis und. Also alle ziehen da an einem Strang, dass diese Sendung hinausgetragen wird. Letztes Jahr waren es rund 10 Millionen Zuschauer, über 1 Million auf YouTube. Und ich persönlich hoffe sehr, dass wir das dieses Jahr ganz massiv übertreffen dürfen und die Menschen hier wirklich begeistern dürfen, dass es auch einem kleinen Fernsehsender möglich ist, viele Menschen im Herzen zu berühren. Ja, das wollte ich toll. Auch noch sagen. Toll. Die Musik wurde noch angesprochen. Mm, das war schon auch ein Highlight. Ganz großartig. Ja. Also ich glaube, da werden die Zuschauer tief berührt sein. Ich habe die Videoaufnahmen gesehen dazu. Wow. Wir hatten mit mehreren Kameras draufgehalten, wirklich nur auf die Geige und dann auf die Finger. Wow. Wir verraten mal nichts. Nein, wir verraten nichts. Nein. Super. Also, herzlichen Dank. Liebe Petra, ja, danke dir. Danke, dass wir darüber sprechen durften und danke, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, dass wir Sie neugierig machen durften, dass wir nicht versucht haben, irgendwas zu verraten, sondern die Spannung ein bisschen hochtreiben und wir laden Sie ganz herzlich ein, am 26.11. die Sendung wirklich live anzuschauen. Selbstverständlich werden wir auch am 26.11. Punkt 20:00 Uhr die Sendung auch auf YouTube online legen, sodass wirklich alle die Möglichkeit haben, den Zugriff haben, diese Sendung anzuschauen. Ich würde mich besonders freuen, wenn Sie das machen und dann auch reichlich weiter verteilen. Denn wir sind der Ansicht, dass die Ganzheitsmedizin auf Augenhöhe stehen sollte gegenüber der Schulmedizin und dass es nicht ein Gegeneinander ist, sondern ein Miteinander ist und dass man sich gegenseitig letztendlich dienlich sein sollte. Und diese Komplementärmediziner, diese Ganzheitsmediziner, die da zusammengekommen sind, die leben das schon seit Jahrzehnten beeindruckendweise. Ja, schön. Machen Sie ein schönes Event daraus, auch persönlich. Laden Sie an dem Abend Freunde ein und Sie werden sehen, wie sehr wir uns alle miteinander auch sehr verbunden fühlen, wenn wir die Dinge nochmal wahrnehmen,
Wissen schafft ja Bewusstsein und das schafft Ruhe. Und es gibt ganz viel Ruhe, gerade in diesen stürmischen Zeiten, die jetzt vor uns liegen, die in uns jetzt alle wir uns bewegten. Und ich glaube, sie werden sehr, sehr glücklich sein und berührt sein wie wir. Danke, vielmals. Frau Dr. Med-Petra Wiechel war das, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, nur dank der Familie Wiechel und der Swiss Mountain Clinic war es überhaupt möglich, eine solche Gala-Vorstellung überhaupt auf die Beine zu setzen. Und deshalb nochmals meinen aufrichtigsten Dank für alles, was ihr gemacht habt zum Wohle. Ja, es war uns eine unglaubliche Ehre, entschuldige, das tun zu dürfen, Alexander. Das darfst du nicht vergessen. Danke. Wir sehen uns hoffentlich am 26.11. Viel Spaß und bis bald. Danke fürs Schauen und bis ein anderes Mal. Auf Wiedersehen miteinander.